Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr es im Titel natürlich schon gesehen habt, habe ich mal wieder ein paar Bücher bestellt. Ich habe diesmal bei Medimops bestellt, nicht bei Rebuy. Einfach weil ich die Bücher, die ich unbedingt wollte, beziehungsweise eins davon, das ich unbedingt wollte, bei Rebuy leider nicht bekommen habe. Und dann habe ich mal geschaut, was so auf den Alternativplattformen noch zu finden ist. Und habe mich dann für Medimops, beziehungsweise Momox entschieden. Ich glaube, die gehören ja dann irgendwie zusammen. Vielleicht weiß einer den Unterschied. Ich habe nämlich gerade die Woche mit einer Freundin diskutiert und die meinte, von Momox gibt es nur eine App zum Verkaufen, aber nicht zum Kaufen. Und ich habe dann gesagt, ich tippe einfach mal, weil die beiden scheinbar zusammengehören, dass man über Momox nur verkaufen kann und hier eben auch kaufen kann. Aber falls jemand weiß, bitte gerne in die Kommentare oder per E-Mail, ihr wisst ja, wie ihr mich erreicht. Und wir fangen jetzt an, das Paket auszupacken. Es sind diesmal 3 Bücher geworden. Ich wollte es nicht übertreiben. Ich möchte momentan ein bisschen meinen Stapel der ungelesenen Bücher erstmal ein bisschen abbauen. Von daher wird auch nicht so viel neu gekauft. Also hier, wie immer, schön verpackt. Das fliegt jetzt erstmal raus. Die ganzen Gutscheine und Karten raus. Und dann starten wir mit dem Unpacking. Das erste Buch, das ich mir bestellt habe, war Felicity Galant und das steinerne Herz. Ich weiß eigentlich gar nicht, um was es genau geht. Es ist auf jeden Fall, wenn ihr das seht, scheinbar ungelesen, hat aber irgendwie keinen Mengenexemplarstempel. Keine Ahnung warum. Ich kann euch jetzt mal den Klappentext vorlesen, weil wirklich viel sagt er nicht aus, aber ich dachte, es ist ein schönes Jugendbuch und ich nehme es mal mit. Und es hat auch, glaube ich, nur 2 € gekostet oder so. Eine geheimnisvolle dunkle Macht bedroht das kleine Schmugglerstädtchen Willow und zieht Felicity, Henry und Martha in ihr nächstes großes Abenteuer. Tagsüber bricht den Menschen in Willow buchstäblich der Boden unter den Füßen weg. Die Erde bebt und überall lagert sich feiner weißer Sand ab. Und in der Nacht werden alle von schrecklichen Albträumen heimgesucht. Aber warum können Felicity und ihre Freunde das düstere Geheimnis lüften und Willow retten? Ich habe vielleicht auch momentan ein bisschen zu viel Fluch der Karibik gesehen und deshalb fand ich dieses Schmugglerstädtchen vielleicht auch ganz interessant. Ich werde es auf jeden Fall demnächst mal lesen. Ich habe noch 2 Bücher, die ich aktuell am Lesen bin, aber vielleicht wandert es sogar noch mit in den Juli. Glaube zwar nicht, aber spätestens im August werde ich es lesen, weil ich einfach auch denke, es ist eine leichte Sommerlektüre und oh, da ist sogar noch ein Lesezeichen drin. Da hat mir jemand tatsächlich eine Freude gemacht. Ich weiß ja nicht, wie die das prüfen, aber hier ist. Wer mich kennt, weiß, dass ich ein absoluter Mats Hummels-Fan bin und in dem Buch steckt einfach eine Karte von Mats Hummels. Das Buch ist in seinem Wert für mich in die Höhe gestiegen. Ich kann es nicht anders sagen, aber ich finde es gerade Weltklasse. Ich finde es gerade Weltklasse, ich kann gerade nicht mehr. Wir machen jetzt keinen Stoff, weil ich mich beruhigt habe, weiter mit dem zweiten Buch. So, ich habe mich jetzt nochmal ein bisschen beruhigt und kann euch jetzt das zweite Buch vorstellen, das ich dieses Mal bestellt habe. Das wäre nämlich Kiss Online von Kira London. Ich habe euch das Buch, glaube ich, schon mal gezeigt. Ich hatte das auch schon mal, aber ich habe es irgendjemandem ausgeliehen und weiß nicht mehr wem. Und hatte es selbst noch nicht gelesen. Dann habe ich es jetzt für ein paar Euro bei Medimops gesehen und habe gedacht, so, dann kaufst du dir es halt einfach wieder neu. Habe ja wie immer wieder eine Rundmail geschickt. Hat jemand noch das Buch von mir? Natürlich nicht. Dementsprechend musste ich halt jetzt noch mal ein paar Euro investieren. Aber ich wollte das Buch unbedingt lesen, weil es mich einfach damals schon total gereizt hat. Und ich auch nicht weiß, warum es so ewig auf meiner Liste immer noch oder auf meinem Stapel immer noch gelesen hat. Auf jeden Fall geht es um eine Gruppe Jugendlicher, die haben einen Videoblog zusammen und wir begleiten Jasper und Lenny, die beiden Jungs, sowie Juniper, ich weiß bis heute nicht, wie sie heißt, ich sag jetzt einfach Juniper, in ihrem Alltag und in ihrem Leben als Videoblogger und Video-Lifestyle-Blogger, nenne ich es einfach mal. Auf jeden Fall kriegen sie irgendwann die Aufgabe, wenn ich das noch richtig weiß, dass Juniper und Jasper, genau, dass die beiden sich küssen sollen
und natürlich für den Erfolg ihres Videoblogs und für ihre Fans machen sie es dann und fragen sich dann, ob das Ganze vielleicht doch mehr sein könnte. Auf jeden Fall eine coole Geschichte. Ich werde es definitiv ganz, ganz, ganz schnell lesen, diesmal, bevor ich es wieder jemandem ausleihe und es nicht mehr zurückkriege. Das ist echt nervig. Dann kommen wir jetzt zu dem Buch, weshalb ich eigentlich diese Bestellung getätigt habe. Ich habe schon bei diversen anderen Bloggern und Booktubern und Bookstagrammern das Buch gesehen und wollte es die ganze Zeit schon haben. Ich weiß nicht mehr, wie ich auf den Trichter kam, dass ich jetzt Lust habe, das zu lesen. Vielleicht, weil ich auch gerade eine Geschichte lese, in der es um ein Mädchen und einen Rockstar geht. Ich spreche nämlich von Rock My Heart von Jamie Shaw. Darin geht's um ein Mädchen, das eigentlich mit ihrer besten Freundin in einen Club will, einfach zum Tanzen. Da ist auch ein Live-Konzert. Und als sie dorthin kommen, sieht sie ihren Freund, wie er gerade eine andere küsst. Und sie ist natürlich nicht begeistert davon, flüchtet aus dem Club und trifft vor der Tür auf den Frontmann, auf den Sänger der Band, die abends auftreten soll. Und irgendwie lässt sie sich auch zu einem Kuss hinreißen und dann steht nur unten einem Kuss, der ihr ganzes Leben auf den Kopf stellen wird. Ihr wisst ja, wie das ist. Küsse können was super Schönes sein. Rockstars sowieso. Küsse mit Rockstars müssen also dementsprechend bombastisch sein. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf das Buch. Ich habe jetzt wirklich 3 Bücher, auf die ich mich richtig freue. Ich habe mich diesmal nicht so wirklich dazu verleiten lassen, mir einfach Bücher zu kaufen, die ich ja vielleicht irgendwann mal lesen werde. Und ich kenne mich nämlich, dann stehen sie ewig in meinem Regal. Deshalb habe ich gedacht, minimieren wir das Ganze diesmal einfach und kaufen uns nur Bücher, die uns auch gefallen. Warum rede ich jetzt in der dritten Person von mir? Ich weiß es nicht. Es sind wahrscheinlich die 35 Grad, die hier draußen sind, beziehungsweise die 53 Grad hier in meiner Dachgeschosswohnung. Die Hitze steigt mir zu Kopf, deshalb beende ich am besten jetzt auch direkt das Video. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, bei euch ist das Wetter genauso schön wie bei uns. Ach so, und für alle, die sich fragen. Nein, ich wurde nicht misshandelt. Ich habe einfach nur meine Kofferraumklappe von meinem Auto zugezogen, habe mich in dem Moment schon weggedreht und habe sie mir mit voller Wucht auf die Schulter geknallt. Ja, ich habe ein Talent zur Selbstverstümmelung. Danke Fans, aber irgendein Talent müssen wir ja haben. Mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch, wünsche euch wie gesagt noch eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!